Ja, servus die Mauern, grüß euch die Buben. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich wieder ein bisschen an der Donau unterwegs. Wasser ist um 2 Meter zurückgegangen. Oder die Furt haben wir wieder gehen können, habt ihr gesehen. Ja, das Wetter ist zwar jetzt ein bisschen komisch. Die ganze Zeit war es super, 25 Grad. Und die 25 Grad haben wir immer noch. Und ich möchte ein bisschen neben der Donau aufschauen. Eigentlich nicht viel, vielleicht ein kleines Käfchen reinzucken. Gleich eigentlich nur leichtes Gepäck dabei. Schauen wir mal, ob das Wetter mitspielt oder nicht. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal weiter. Ja, ich bin angekommen und was sehe ich da? Müll, soweit das Auge reicht. Ein Wahnsinn. Naja, die Piraten haben das sinkende Schiff verlassen, so wie es ausschaut. Weil das steht unter Wasser. Jetzt ist es eine richtige Pirateninsel geworden. Ja, der Masten ist auch angerissen worden. Ich glaube nicht, dass das vom Hochwasser war. Aber ja, da oben dürfte irgendwas im Kummer sein, so wie es ausschaut. Mucken sind auch da, wundert mich. Der Marcel habe ich sicher jetzt selber dabei. Aber es schaut gut aus. Na, ich glaube, Windschutz brauchen wir keinen. Drauf die Kaffeemühle. Ja, ich möchte mir dann noch was Leckeres machen, falls das wieder mitspielt. Habe ich mal wieder einen Gustav an Seelenwärmer. Ich meine, Wärmer hat jetzt bei dem Sinn, vielleicht braucht er einen Seelenkühler, aber ja, muss einmal wieder sein. Ja, fertig ist er. Na, da grollt es auch ordentlich. Ja, solange das noch feiert, stellen wir da noch was drauf. Schauen wir mal, ob sich das ausgeht. Ja, ich hoffe nach wie vor, dass das vorbeizieht an mir. Aha, geschieht auch schon. Da heute klappt ja wieder alles perfekt. Ist wurscht, solche Tage muss es auch geben. In dem Sinn, meine Krankensessel, Prost an euch und natürlich auch an die Gesunden. Ui, jo. Und jetzt rein damit. Ja, kosten wir nochmal. Jo. Perfekt. Passt mal wieder alles zusammen heute. Gehen wir mal waschen. So, da passt. Ja, es hat gut angefangen zum leicht nieseln. Das Wetter tiefert ein bisschen über mir sein. Und ich glaube, es ist gescheiter, wir gehen jetzt ein bisschen heimwärts. Ja, das Helle wird leider nicht zu mir kommen, schätze ich.
keine Ahnung, ich hätte es zwar gehofft, aber ich glaube eher, dass das dahinter auf mich noch zukommt. Und zurück am Weg. Jetzt rennt es schon ein bisschen stärker. Aber ich bin auch gleich beim Auto. Dann möchte ich mich an der Stelle gleich von euch verabschieden. Ich sage immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Mauer und pfiat euch die Mauer.